Ihr wollt wissen, warum ich hier auf Fliegennester schieße? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. Und den Sound einladen. Wo sind wir? Da! Wir wollen hier den ganzen schönen, wunderbaren, tollen Eisen. Ich muss den Satz von vorne anfangen, das ist doch scheiße. Also, wir wollen aus dem Eisen hier erstmal überall Eisen machen. Also, Platten. Weil wir brauchen. Hallo? Kanister. Leere Kanister. Wir brauchen das und das. Wir brauchen Platten. Wir brauchen Kupferblech. Mein Gott. War das wieder schwer. So. Okay. Das heißt, erstmal aus dem Kollegen, du machst Draht. Das wollen wir nicht mehr. Du machst Eisenplatten ab sofort. Den muss ich nur einmal aufpassen. Weil der Spaß soll ja... Okay, der läuft nur nach unten weg. Wird jetzt aber hier irgendwie doof anliegen, vermute ich. Weil hier muss auch Eisen hin. Das heißt, wir ziehen einmal den Kollegen mit. Nehmen den Kollegen weg. Und das wegnehmen und das wegnehmen. Und dann kommt dort erstmal Fusionator hin. Nee, brauchen wir gar nicht. Da kommt nämlich das hin. Dann kommt hier ein Splitter noch dran. Und von da aus geht der Spaß. Da hinten rein. Das und da dran. Und das geht da dran. So, ihr macht jetzt alle hier Eisenplatten. Und da müssen wir gucken, die kommen irgendwie nach unten und gehen dann. Das müssen wir gleich machen. Eigentlich muss der ganze Scheiß da drauf. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich gerade machen kann und einfachste. Nicht die Platte weg. Was weg. Die Matte soll da bleiben, du kannst weg. Und dann gehst du da dran. Warum geht denn da jetzt? Kommt das noch hin? Okay, du hast hier Kabel dran stehen, das macht natürlich keinen Sinn. Du sollst das machen, genau. Auch auf volle Pulle ruhig. Auch auf volle Pulle. Gut ist. Hä? Und du gehst auch da drauf. Da kommt das her. Nein, das wollte ich ja nicht. Und okay, ist voll. So, im Moment ist es ja noch egal, weil ich das oben noch nicht abzweige. So, das passt. Genauso muss es passen, also hier hinten mit voller Geschwindigkeit das bekommen. Wir haben, glaube ich, jetzt nur ein Problem, wird zu wenig Eisen produzieren. Hier ist es nämlich schon leer. Wie sieht denn das mit dem Eisen aus?
35 pro Minute, sind es. Achso, das habe ich runtergelegt. 35, 70, 105. Das ist eine sehr, sehr seltsame Zahl hier. Gucken wir es auch schon mal. Voll. Jetzt gucken wir mal, wo kriegen wir das Eisen her? Das Eisen hatten wir von da hinten. Achso, das waren die Überreste, die wir da hinten nicht brauchten, ne? Haben wir hier noch irgendwo Eisen? Der Richtung 300 Meter. Das wäre hier oben. Eisenerz rein. Hier ist auch noch Kohle. Könnt auch Stahl machen. Hätten wir direkt Stahlkanister. Das ist auch noch Kohle. Interessant. Okay, wir können ja tatsächlich überlegen, auf Stahl zu gehen. Erstmal wollen wir dahin und uns das wegholen. Dann wollen wir nochmal eben gucken. Leere Kanister, was machen die denn? Du machst 60, du machst nur 40. Okay, wir bleiben bei den 60. Hat die Kohle nochmal Glück gehabt? Ja, wo ist sie? Die Kohle müsste ja dann da vorne schon sein, ne? Oh, ist die nah dran. Liegt ja direkt hier. Wir sind ja nicht mal unter den Kraftwerken durch. Wahnsinn. Da sind die beiden Quarz. Das heißt, hier drüber. Also ungefähr in der Richtung. Ja, wo sind wir da? Also das liegen aber weiter hoch. Das heißt, okay. Das ist ja kein Problem. Das schaffen wir schon. In der Hoffnung, dass wir hier hochkommen. Nein, tun wir nicht. So, viel haben wir davon nicht mehr dabei. Aber davon haben wir noch eine Menge dabei. Okay. Hier, wir haben auch noch die. Dann könnten wir einfach mal hier hoch. Hier ist die Kohle. Okay. Wenn wir schon dabei sind. Not enough space. Was irgendwie makaber ist, weil das, was ich daraus mache, habe ich eigentlich genug bei, um. Guck mal, können die wegtun, dann haben wir wieder genug Space. Oh, das wird gleich nochmal übel da oben. Macht aber nichts. Kriegen wir trotzdem hin. Nee. Da ist das. Ich müsste nämlich das Eisen direkt hier vorne anliegen. Ja, wir sind auf jeden Fall genau auf dem Weg dahin. Da ist ein Dogo. Wo war ich denn? Ah. Oh, wie praktisch.
Okay. Da oben ist noch so ein Vieh, da ist noch so ein Vieh, das interessiert mich aber nicht. Ja, okay. Das Eisen hier. Macht das mehr Sinn? Da kann ich eben da rumziehen, das passt schon. Aber dann hätte ich hier wenigstens was. Das heißt, ich mache mir jetzt einmal. Ich brauche eine Ausrüstungswerkstatt. Wir haben unter Produktion. Dorthin. Dann brauche ich einmal einen Container. Weil da muss ich ein paar Sachen reinpacken. Machen wir einfach eben so. Dann brauchen wir. Shit, habe ich den anderen Scheiß da drin? Moment. Ich brauche. Wie heißt der Spaß hier? Hier ein Turvas. Hallo. Ach, da wollte ich hin. Ja, okay. Guck mal, läuft langsam wieder. Geht gerade an. Ich habe den ganzen Scheiß nicht dabei, aber das habe ich auch nicht dabei. Dieses Teile davon. Aber da kann ich mir nicht zusammenbasteln. Könnte ich also später, aber das reicht ja ewig. Ich muss. 120 macht der. Macht 240. Wenn ich 120, die kann ich hoch. Das kommt doch hin, ne? Brauche ich zwei und zwei von diesen Rahmen. Da rein. Ist ja easy. Das heißt, ich brauche aber auch eben hier eine Werkbank. 10 Rahmen. Kriegen wir die denn hin? Können wir die überhaupt hier machen? Modulare Rahmen. Was brauchen wir? Wir brauchen Platten dafür. 30 Stück. Zwei haben wir. Das heißt, verstärkte Eisenplatten, die können wir nicht machen, weil dafür fehlen uns Schrauben. Schrauben können wir aber genug machen. Wie viel brauchen wir denn? Eine brauchen wir 12, das heißt, wir brauchen 360 Schrauben. Ja, okay. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, zurückzufliegen. Aber wer will das schon? Das ist, das ist doof gelaufen. Aber Gott sei Dank dauert das nicht ganz so lange. Wir machen mal so eine halbe Podcast-Folge draus, oder? Wobei, was soll ich euch podcasten? Am Wochenende war der Junior bei seinem Vater. Und ich hatte ein bisschen Zeit mit meiner Frau alleine. Also haben wir ein bisschen PlayStation gezockt. Ist doch auch toll, oder? Ist ein tolles Thema, ne? Über Spiel schweige ich mich lieber aus. Das ist ein bisschen konträr momentan. Deswegen lassen wir das lieber. Ja. Dam-di-dam-di-dam. Oh. Drei verstärkte Platten müssen wir noch schaffen. Eine. Zack, dahin. Und dann geht's da weiter. Okay. Ja. So ist das alles, ne? Abends waren wir bei Freunden, haben so ein, wie heißen die Dinger? Ich glaube, Cosmos Adventure Game gespielt. Das sind so kleine, ja, Escape Rooms, nicht Rätselspiele halt. Kriegst irgendwie einen Anfangsauftrag und das Spiel erweitert sich quasi immer weiter und du musst Rätsel lösen und dann kriegst du irgendwann was hin. Du kannst das sogar. Die Dinger kannst du im Gegensatz zu den Exit-Games mehrfach spielen. Das ist auch wunderbar. Wir waren ziemlich überrascht darüber, dass wir es dann doch noch. Warte, warum ich jetzt 20 Uhr? Gut. Weil wir es doch hingeschafft haben, hingekriegt haben, zwei Kapitel. Normalerweise machen wir ein Kapitel am Abend, soll so 90 Minuten gehen. Dann ist gut, aber wir waren diesmal so gut, wir haben zwei Kapitel geschafft und das Spiel komplett abgeschlossen. Wir waren sehr, sehr glücklich darüber.
So. Jetzt brauchen wir noch zwei von den Dingern. Wo sind sie? Ja, also diese Adventure Games für einen Spieleabend mit Freunden kann ich echt nur empfehlen. Bei den Exit Games, die man quasi nur einmal machen kann und dann ist auch wirklich Ende und die man muss sie wegschmeißen, die finde ich halt nicht so wirklich prall. Also ja, kann man spielen, aber es ist dann doch Besseres. Na komm, was geht? Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Lass es einfach mal hier ballern. Ach verdammt. Das könnte ich noch eben machen, wenn ich sowieso schon da dran bin. Dahin. 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 Dann haben wir irgendwo den Kollegen. Und hier geht's weiter. Ich finde jetzt auch den Weg wichtig. Ja. Daran, wo sind sie denn? Das muss ja ungefähr da so die Ecke sein. Okay, war da mal zu steil. Zu steil gefällt mir. Das war jetzt nicht so clever, was ich hier gemacht habe. Ran. Au. Und darüber. Die machen wir halt am besten. Wie machen wir das am besten? Hör dich, blödes Vieh, die ganze Zeit. Auch wenn du mir im Moment nichts tust, weil ich
ja diesen Modus anhabe, aber wo bist du? Ich bin gerade echt am Überlegen, einfach hier noch eine hinzusetzen und dann auf der Seite. Aber das ist zu schmal, ne? Wir müssten. Ah, so gerade eben nicht. Ab da wird es wieder gehen. Man könnte natürlich das Wasser auch weiter nach hinten setzen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das ist die Frage, wie viel Wasser brauche ich denn überhaupt bei den Dingen? Wie viel Wasser brauche ich bitte? 20. Dich kriege ich auf. Du bist schon auf 240 Kubik. 20, 40, 60. Also, auf jeden Fall können wir eine noch dahinter hängen. So. Jetzt machen wir erstmal die Leitung dort weg. Dann kannst du kommen. So. So, du läufst da unten schön voll. Das funktioniert schon mal. Kriegen wir hier hinten noch eine rein? Du wirst auch beides anschließen. Jo, lieber. Perfekt. Ja, dann fangen wir doch damit schon mal an. Dass wir da noch eine mehr haben. Das bedeutet, du gehst weg. Du gehst weg. Und du gehst weg. Hier kommt ein Splitter vor. Vorsichtshalber hier auch einen hin, dann brauche ich das nicht noch mal irgendwann ändern. Nein, du machst bitte Eisen, 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 Eisen. Wo ist es? Da unten, Eisen dran. Danke. Und dementsprechend du auch Material dazu. Was? Strom und Wasser. Erstmal Strom. Wo seid ihr denn angeschlossen? Ja, ihr seid da angeschlossen. Mal die Nummer, die temporär sein sollte. Pass auf, hier bin ich jetzt ein bisschen blöd. Das sieht zwar erstmal scheiße aus. Wobei, nee. War ja anders. Ich ziehe das Rohr ganz stumpf dahin. Ich sage hier. Hier. Und da komme ich näher dran. Und macht wirklich den gleichen Bogen wie die anderen. So, dann müsstest du jetzt auch kommen. 20, 40, 60, 80, 100. Wir machen damit an Barren 5 mal 35. Bin ich zu faul. 35 mal 5. Na, 75. Entschuldigung. 175. 175. Reicht das? Wir brauchen 30 und das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uns fehlen 5 Barren. Wir müssten ja
trotzdem mit unserem 65 nicht. Guck die ganze Zeit auf die Werte anstatt auf die. Oh Mann. Darfst du keinem erzählen hier. Wie geht's hier rein? 97,5. Oh, da fehlt noch ein Anschluss. Kann ich auch nochmal nachrechnen. Ja, ist egal. Da fehlt jetzt ein bisschen viel hier, aber kommt auch raus. Da fehlt noch ein Anstoß. Und zwar. Du musst da noch rein hier. Habe ich gesagt, 87,5? Ja. 87,5. Also haben wir immer noch über. Und wassertechnisch, wie sieht das da aus? 5x50. Passt. Mache ich noch 250 oder packe ich den einfach 300%, 250% und fertig. Wir lassen erstmal so. Wir brauchen 50 Kubik pro und dann ist gut. Ja. Das läuft, das steht hier oben an. Die werden sowieso immer langsamer, weil das kriege ich hier gar nicht weg. So, du machst Eisenplatten. Du bist voll mit Stangen. Sehr gut. Ihr macht alle Eisenplatten. Das müssen 180 Stück pro Minute sein. Das ist doch schon mal gut. So. Dann lassen wir da hochlaufen. Jetzt wollen wir auf diesem Band noch Kupfer haben. Wollen wir das wirklich auf dem Band haben? Wo geht der Spaß lang? Also Kunststoff geht direkt hier rein. Ist noch irgendwo eine andere Stelle? Ne, da geht das direkt hoch. Okay. Du machst Beton. Ich weiß halt gar nicht, wie ausgelastet das ist. Das wäre auch nochmal schön. Irgendwie eine Möglichkeit, dass man auch auf seinem Band zählen lassen kann. Wie man da hat. Da kommt der Spaß raus. Na, jetzt folgendes. Wir setzen uns hier einen Fusionator hin. Der bekommt auf der Seite einen Lift. Du bekommst auf der Seite einen Lift, ziehst den Spaß ungefähr auf diese Höhe, was viel zu hoch ist. Aber dann hilft die Schwerkraft halt. Nein, ich rede mir das überhaupt nicht schön. So, jetzt geht das ganze Zeug da oben drauf. So, jetzt sieht nämlich dieses Band auch ziemlich voll aus, was aber auch daran liegt, dass halt extrem viel Kupfer ankommt. Der Spaß geht hier lang. Wo habe ich jetzt meine Umfüllanlage gemacht? Die ist da vorne. Machen. Bis da drüben hin. Wie kann ich das am besten ziehen? Ich habe doch hier unten, habe ich hier unten noch Platz? Da habe ich noch Platz dafür. Perfekt. Ist hier ein bisschen blöd, aber egal. Ich brauche einen Supercomputer. Habe ich sowas hier? Schauen wir mal.
Oh, wir haben unsere halbe Stunde voll. Wir gucken jetzt eben, ob wir die Dinger da haben. Weil das ist dann das Nächste, was wir machen. Wir schmeißen einen Supercomputer rein, sofern ich die habe. Ansonsten besorge ich die fürs nächste Mal, weil das braucht ihr euch nicht mit angucken, wie ich immer mit dem Zug hin und her fahre. Das ist ja langweilig. Funksteuereinheit. Supercomputer. Falsch. Oh, haben wir noch. Das hauen wir noch dran. So. Also da vorne an das Band ran. Weil dann leiten wir alles. Dann kommt man hier rüber. Hier ein programmierbarer Splitter. Mit einem Band, das erstmal von hier aus hier hingeht. Und dann hier rüber kommt. Weil hier habe ich freie Bahn mit einem Marzipan. Dann kriege ich das auch wunderschön nach dahin. Muss ich mal aufpassen, muss ich so machen? Also. Wir wollen links raus. Geradeaus ist beliebig. Links wollen wir haben Eisenplatten. Die finde ich unter E. Eisenplatte. Und hallo? Kupferblech. Die beiden sollen links raus. Ich wundere, dass da nichts passiert. Und geradeaus ist beliebig. Ah. Ja, läuft. Und es läuft auch weiter. Wunderbar. Ja, das heißt, beim nächsten Mal haben wir nur noch eins vor. Den Spaß bis hinten hindurch ziehen. Das Bändchen hier. Komm ich doch nicht durch. Echt jetzt? Okay. Den Spaß bis hinten durchziehen, nach oben bringen, zwei Container setzen. Ja, das wird jetzt zu lange dauern. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.